der Super-G konnte vorgehen, aber zu den Bedingungen war nicht gerade optimal. Nein, die Bedingungen waren absolut nicht optimal. Es hat die letzte viel geschneit. Die Piste war relativ Müll, dafür haben wir auch ein bisschen Trainingslauf gemacht, um zu probieren, ob die Piste überhaupt gefallen. Und dann haben wir festgestellt, dass der Device das nicht gemacht hat. Dafür haben wir ein bisschen umstechen und dafür hat es ein bisschen lange gedauert. Die letzte Woche vorher haben sich die Bedingungen noch gut geschlagen. Ja, das kann ich so sagen, ja. Sie sind nicht schlecht gefahren, die Bedingungen entsprechend sind sie gut gefahren, ja. Und für den Riesenslalom und den Slalom geht es mehr einfach von den Bedingungen her? Ich hoffe, dass es bis Michael geht, nur bis Michael geht und dann geht es wahrscheinlich besser, ja. Für den Riesenslalom ist es auch nicht so problematisch wie für den Super-G, weil für den Riesenslalom sind nicht so groß wie das, die gefahren gehen. Und dann ist es auch nicht so schlimm.